Heute geht es um Outfit-Probleme, Passform-Probleme, die wir Männer bei Outfits und Kleidungsstücken haben können. Leute, ich wollte eigentlich einen Zara-Haul machen, beziehungsweise euch ein paar Kleidungsstücke zeigen aus der neuen Zara-Kollektion. Aber mir haben so viele Teile nicht gepasst, da habe ich gedacht, okay, ich switch das Video jetzt einfach mal um und heute spreche ich halt über Passprobleme bzw. Passformprobleme bei Kleidungsstücken, die wir Männer haben können. Respektive bin ich jetzt erstmal natürlich von mir ausgegangen, denn ich hatte echt viele Probleme bei den Oberteilen bzw. Kleidungsstücken, die ich jetzt bestellt hatte. Und deshalb spreche ich heute über Passformprobleme bei Kleidungsstücken, die wir Männer haben können. Und ich spreche nicht nur über die Passformprobleme, sondern ich spreche auch anschließend darüber, ob man mit dem Problem klarkommen kann, ja, ob man irgendwie das Problem auch lösen kann oder ob man mit einem bestimmten Problem einfach gar nicht leben kann und das Kleidungsstück halt dementsprechend dann nicht nehmen sollte und weggeben sollte. Starten wir mit meinem größten Problem, wenn es um das Thema Hosen geht, und zwar meine Waden. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal in anderen Outfit-Videos von mir gesehen, und zwar ist die Hose manchmal einfach etwas höher gezogen bei mir. Das liegt meistens immer daran, weil ich halt extrem muskulöse Waden habe. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt und die muskulösen Waden, die sind einfach geblieben, und dieses Problem begleitet mich eigentlich bei jeder Hose, die ich anprobiere. Denn ich kaufe meine Hose erstmal in der Größe, die ich sie eigentlich brauche. So, und wenn ich die dann anziehe, dann merke ich direkt, alles klar, unten mit den Waden funktioniert nicht, weil meine Waden einfach zu breit sind, einfach zu muskulös sind. Und dann zieht sich die Hose auch einfach direkt ein Stück nach oben. Und dann sieht es ganz oft so aus, als ob ich Hochwasser hätte. Aber das liegt einfach daran, weil meine Waden so muskulös sind und die Hose aus dem Grund einfach ein bisschen hochzieht. Kann man das Problem lösen? Schwierig, denn meine Waden sind einfach so, wie sie sind. Aber man kann das Problem ein bisschen umgehen. Und da habe ich ein paar Tipps mitbekommen von einem Shooting, wo ein Stylist mir einfach ein bisschen geholfen hat, wo wir auch das Problem mit den Waden hatten, wo einfach ja, die Hosen sich einfach so zu weit nach oben gezogen haben. Da haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einfach eine andere Hose genommen, in der Nummer größer oder vielleicht auch zwei Nummern größer. Dann ist sie zwar vom Bund her oben einfach ein bisschen zu groß, aber das kann man natürlich wieder ein bisschen anpassen, und unten von den Waden hat es dann gepasst. Zusammengefasst, du kannst das Problem umgehen, wenn du einfach eine Hose nimmst, die einfach ein, zwei Nummern größer ist, denn dann hast du das Problem an den Waden nicht mehr und oben am Bund herum kannst du die Hose dementsprechend von Schneider auf deine Bedürfnisse anpassen lassen. Zweites Problem, Hose zu kurz. Denn die meisten Hosen sind einfach auf die Durchschnittsgröße von einem Mann ausgelegt. Ja, heißt, der Mann, der Durchschnittsmann ist wahrscheinlich so um die ja, 1,77, 1,78 wahrscheinlich, und deshalb sind die Hosen dementsprechend auch auf diese Größe angepasst. Wenn du so ein Hühne bist wie ich, ja, und knapp 1,90 bist, dann hast du einfach Probleme damit, aber wenn die Hose zu kurz ist, dann ist sie halt nur mal zu kurz, da kannst du nichts dran kleben oder so, dann ist sie einfach dementsprechend, ja, passt einfach nicht, muss weg. Wenn du auch so groß bist und dieses Problem hast, dann solltest du beim Kauf einfach darauf achten, dass du zum Beispiel eine Hose kaufst mit einer Extralänge. Und wenn die dann wirklich zu lang ist, dann kannst du es eben entsprechend noch kürzen lassen. Ja, das ist nämlich kein Problem, wenn sie zu lang ist. Und wenn es die nicht in der Extralänge gibt, ja gut, dann kann man das Kleidungsstück dann einfach nicht kaufen. Drittes Problem, Ärmel zu kurz. Und wir haben gerade gelernt, was zu kurz ist, ist zu kurz, da kann man nichts rankleben. Und das ist tatsächlich öfter bei mir der Fall. Das Oberteil passt dann sogar, aber die Ärmel sind zu kurz. Ja? Das Oberteil passt vom Fit super, von der Passform, von der Länge, passt alles geil, aber Ärmel zu kurz. Was macht man da? Auch weg damit. Falls du dich übrigens noch grundsätzlich informieren möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check einfach mal das E-Book, den Men's Style Guide, aus. Der Men's Style Guide gibt dir einfach so ein paar grundlegende Guidelines mit an die Hand, die dir einfach helfen beim Thema Outfits und Styling, und dann fühlst du dich am Ende des Tages einfach ein bisschen sicherer. Mit dem Gutscheincode DIALKORDE20 bekommst du übrigens auch 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kannst du mal auschecken. Ich verlinke dir das Ganze in der Infobox. Kommen wir zum nächsten Problem, und zwar zum Flattern. Nicht zum Knieflattern, nicht zum Eierflattern, sondern zum Oberteilflattern. Die ein oder anderen da draußen werden das vielleicht kennen. Gerade dann, wenn man von der Körperform her etwas mehr so gebaut ist, also so eine Art V-Form hat, dann kann es unter Umständen sein, dass einige Oberteile hinten einfach anfangen zu flattern. Ich habe das ganz oft bei T-Shirts oder auch zum Beispiel bei Bomberjacken, weil der Körper einfach nach oben hin einfach weiter auseinander geht, kann es unter Umständen sein, dass so T-Shirts hinten flattern, und ja, das sieht nicht gut aus, und das Problem ist auch relativ schwer zu beheben. Wenn du halt so eine Form hast, so eine Körperform, dann kannst du einfach kaum was machen. Ja, von daher musst du das Oberteil dann leider vielleicht im Laden liegen lassen und nicht kaufen. Jetzt aber noch was Positives an dieser Stelle. Bei Hemden sieht das anders aus, und zwar kannst du bei Hemden das Ganze ändern lassen. Wenn du dann zum Beispiel ein T-Shirt hast oder eine Jacke, geht nicht, ja. Aber bei einem Hemd, da sind Abnäher drin, das kannst du zum Änderungsschneider geben und der kann das dann dementsprechend auf deine Bedürfnisse anpassen. Last but not least, Leute, das Problem Oberteil zu kurz, ja. Wir haben es heute gelernt, was zu kurz ist, ist einfach zu kurz, egal in welchem Bereich, ja. Da kann man nichts dran kleben, und von daher sollte man das Oberteil dann dementsprechend nicht
mitnehmen. Also wenn irgendwas zu kurz ist, Leute, lasst es im Laden liegen. Auch bei mir ist es zum Beispiel so, wenn zum Beispiel das Oberteil perfekt passt und ich denke so, wow, das passt jetzt wirklich perfekt auf die Kante genau, dann lasse ich es auch im Laden liegen. Denn meistens ist es so, wenn man das Oberteil dann ein, zweimal gewaschen hat und es vielleicht nur ein, zwei Zentimeter eingeht, ja, dann hast du auch ein Oberteil, was zu kurz ist und dann trägt man das nicht mehr. Von daher ganz genau aufpassen, wenn man beim Kauf sich ein Oberteil kauft, was perfekt anliegt oder vielleicht ein bisschen zu kurz ist. An dieser Stelle, Leute, schaut euch auch das Video zum Thema Wäschewaschen an. Denn gerade in solchen Situationen solltet ihr auf jeden Fall wissen, wie ihr eure Wäsche wascht. Wenn ihr nämlich da was Falsches macht, ja, dann habt ihr eure Oberteile sowieso versaut. Wie zu Anfang gesagt, bin ich jetzt hier heute respektive auch von meinen Problemen ausgegangen. Aber ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr andere Probleme habt oder ob ihr diese Probleme kennt, die ich heute in dem Video angesprochen habe. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall die Kommentare durchlesen. Und jetzt wünsche ich euch, ja, perfekt sitzende Outfits. Ich hoffe, dass euch kein Fehler von denen passiert, die ich heute hier in dem Video genannt habe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.